So Leute, willkommen zurück zu Let's Play Evoland. Beim letzten Mal haben wir den Heiligen Hain begonnen und uns hier umgeschaut, haben den Bogen bekommen. Yay! Und ja, jetzt sind wir immer noch im Heiligen Hain. Ich weiß ganz nebenbei nicht, ob ich da bin, wo wir aufgehört haben im letzten Mal. Weil der letzte Part ist doch noch schon etwas länger her und also eine knappe Woche. Und ich musste zwischendrin aufschreiben, wohin. Damit man nicht aufs Klo oder sowas. Nein, ich musste einfach speichern gehen. Deswegen nicht wundern, dass ich das jetzt nicht mehr so ganz weiß. Ich weiß, dass wir beim letzten Mal noch den Buschstätten verbrannt haben und jetzt voll cool unterwegs sind. Und ich, dass ich dieses Zeitreise-Feature wirklich mag, muss ich sagen. Und ja, ich habe außerdem offscreen mal nachgeschaut bei den, nochmal mich ein bisschen in den Noria-Minen umgeschaut. Aber da ich da jetzt nach längerem Umschauen auch nichts gefunden habe, habe ich mal nachgeschaut, wie man in diese Tour rankommt. Und das ist so ein Moment, wo ich mir denke, wie soll man darauf kommen? Aber egal, dazu dann mehr, wenn wir mal soweit sind. Erstmal fertig erkunden hier, würde ich sagen. Erstmal Fledermäuse racken und so. Da kommen wir nicht hin, weil da ist produktiv ein Busch im Weg. Moment, wo bist du? Kriege ich das mit einer Bombe hin? Moment. Lauf, 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 lauf. Yes. Ich glaube, wenn man auf dem Stein stehen bleibt, passiert einfach gar nichts. Wenn ich mich recht entsinne. Das wollte ich nicht. Ah! Schön, dass die Bombe nicht bei den Steinen kaputt bekommt. Mensch. So. Was haben wir hier? Ah, Kefkas Geist als Karte gefunden. Kartensammler. Ihr habt 15 Doppelzwilling-Karten gefunden. Coole Sache. Was bringt mir das jetzt, ist die Frage. Was bringt mir das jetzt? Irgendwie produktiv. Nicht. Würde ich sagen. Okay. Dann wieder zurück. Muss ich jetzt erst auch. Muss ich auch erstmal schauen, ob ich das hier alles wieder hinbekomme. So. Die werden sich ja schon irgendwie. Ah, Freischalte Zeitreisender, ihr seid 12-mal zwischen Vergangenheit und Gegenwart gewechselt. Gegenwart, ja. Müssen wir kurz gucken. Ich denke mal. Nee. Vergesst mal, dass ich das wechseln muss. Muss nur kurz gucken, wie ich das hier am besten mache. Ah, da brennt es nicht. Das heißt, ich denke mal, das muss ich anzünden. Es wäre naheliegend, wenn ich auf den richtigen Knopf drücken würde. Wäre das natürlich clever. So, jetzt brennt hier das Feuer und hier kann ich einmal drüber ballern. Juhu! Die Animationen, so gut. So, da müsste ich doch durch können, richtig? Wow, wie jetzt der fliegt! Der arme Stein! Tut mir so leid. Tut mir so leid. I'm so sorry, Stein. So, jetzt am besten noch treffen und dann geht's auch mal voran. Ich glaube, das da oben war echt nur für die seine Karte, aber egal. Wir wollen ja alles haben, dementsprechend haben wir auch noch Sachen zu tun. Da ist noch eine Kiste, die möchte ich haben. Komm, come with me, Truhe und so. Give me what you got, einen Stern. Cool. Haben wir jetzt wie viele? Ich denke auch 15, oder? 17. 17, 3, 17, 15. Alles klar. Okay. Okay. Außerdem habe ich bei den Noria-Minen noch getestet, dass, also bei der Noria-Mine, so Singularium, noch getestet. Was ist das hier unten? Egal. Ob, warum ich nicht so ganz dieses Achievement freigeschaltet habe, den Boss mit, es gibt nämlich ein Achievement, dass wenn man den Boss mit vollem Leben, vollen Herzen besiegt, und das haben wir ja getan, und deswegen war ich irritiert, dass es nicht funktioniert hat, aber dann ist es halt so, kann ich auch nichts ändern. Wow, ihr habt eine Fledermaus mit einer Bombe getötet, sehr schön. Das war jetzt eigentlich keine Absicht, aber gut, dann eben so, Ausrotter. Sehr schön, wir haben gerade Fledermaus ausgerottet, finde ich, super. Muss ich doch ganz klar sagen. Wow. Irgendwas wollte ich noch sagen. Krieg ich den. Fop, ich voll den Headshot verpasst. Ich will den Fledermaus treffen. Komm. Fomp. Und. Fomp. Was haben wir hier? Irgendwas Cooles sicherlich. Irgendwas wollte ich noch sagen. Ach ja, und ich habe noch ein Level abbekommen, glaube ich, für beide Charaktere auf dem Weg zur Noria-Mine. Dementsprechend nicht wundern, dass beide Level 10 sind, glaube ich, aktuell. Sieht man das hier? Nee. Produktiv nicht. Mal schauen. Da ist ein Stein. Den will ich abschießen. So. Drüben brennt Feuer, kann ich den. Nö. Schade, warum geht das nicht? Da kann ich rüberlaufen. Vielleicht sollte ich auch mal das Schwert wieder ausrüsten. Schwerterino und Monsterboxen, die immer noch einen unglaublich genialen Sound von sich geben, wenn man sie umhaut. Brrr. Klingt so gut. Klingt so gut. An sich sind die Büsche ja auch nichts anderes als Dimensionsstände, nur in die andere Richtung. Wenn man drüber nachdenkt, so. Hier war alles kaputt. Ich denke mal, da brauche ich Bogen. Ja, sieht richtig aus. Wenn ich hier rüberschieße, das geht, glaube ich, ins Nirgendwo. Gut, dann weiter in die Richtung umschauen mal. Und so, was haben wir hier noch? Hier sind zwei Fackeln, die nicht angezündet sind.
Da drüben komme ich nur als 3D-Mensch durch. Das ist in Ordnung. Dann gehen wir mal hier drüben weiter. Ich meine, was auch sonst. Vielleicht sollte ich auch von da aus schießen. Moment. Hirn, bitte. Ich weiß, dass du einen langen Tag hinter dir hattest, dass du nicht viel Schlaf hattest, aber bitte. Do your stuff und so. Please work. Thank you very mucho. Ist echt lieb von dir. So. Was ist das hier unten? Hast du irgendwas zu sagen? Ihr könnt folgendes entziffern. Entzündet meine Flamme, um einzutreten. Okay, ich gehe mal davon aus, bedeutet, wir sollen anzünden. Logischerweise. Weil, war jetzt so schwer. Hust, hust, nicht. Hust, hust. Komm mal, Fledermaus. Ich möchte dich boxen. Also lass mich dich boxen. Komm. Ich kann mich drehen, wenn ich schlage. Interessant. Interessant. Was sind denn Büschen? Büsche können ja auch Sachen spawnen, aber hier in dem Fall nicht. Gut, dann eben nicht. Aber ich kann Fledermäuse boxen. Das finde ich immer noch toll. Und ich mag... Allgemein muss ich sagen, ich finde das Design des Spiels einfach so unglaublich sympathisch. So. Ah. Du. Fledermaus. Komm her. Fledermaus? Fledermaus. Kommst du mal bitte runter? Ich möchte mit dir reden. Oder ich möchte einfach erschießen, wenn du herkommen würdest. Hallo? Are you home? Anscheinend nicht. Okay. Machen wir mal das hier an. Was läuft denn hier? Bringt mir die Gegenwart hier? Also die... Ja, an sich ist es Gegenwart. Schon. Bringt mir die dreidimensionale Welt hier irgendwas? I don't know. Kann ich mal nachschauen. Da ist die blöde Fledermaus. Ha, tot. So, kannst du mich mal... Nein, bringt mir hier gerade zumindest nichts. Oder vielleicht muss ich dann als 3D-Mensch, vor allem, Mensch da raus, beziehungsweise... Ah, Moment. Ich habe keinen Bogen. Ah! Hätte auch eine zweite Taste anlegen können. Ich meine, der X-Knopf auf dem Xbox-Controller bringt irgendwie gar nichts in dem Spiel. Und man hätte da ruhig auch noch was drauflegen können. Aber okay. Ich möchte trotzdem schauen, was da oben ist. Ich bin wahrscheinlich jetzt von der Produktivität her nicht der Beste, weil ich die ganze Zeit hin und her renne, aber ich möchte alles erkunden. Also lasst mich. So. Ganz viel nichts. Oh, da. Da können wir rüber. Da können wir rüber. Da ist ein Dimensionsstein. Ah. Was? Der Kristall ist inaktiv, aber das Amulett sollte ihn aktivieren können. Ja, danke. Dann lass mich wenigstens gehen. Danke. Lieb von dir. Warum ist der Stein inaktiv? Gibt's dafür eine gute Begründung? Ich glaube nicht. So. Mal schauen. Dann denke ich mal, dass wir wieder in die Vergangenheit müssen. Dass wir diesen Stein hier erst später brauchen. Alles klar. Bob. Einmal voll genatzt und dann geht's weiter. Ich denke, da müssen wir hier hochschießen. Ja, klingt gut. Klingt gut. Hat einen Sound gemacht. Das ist nie verkehrt. Jo. Aber da hinten sind noch... Da ist der Dimensionsblock erstmal. Okay, wieder zurück. Kommando zurück! Kann ich hier lang eigentlich? Nee. Hätten sie auch einen Shortcut draus machen können? Ja, ja, ja. Möchte ich doch mal kurz anmerken. Aber okay, kann ich mit leben. So, jetzt wieder in 3D. So much 3D und so. Und ja. Ich finde es außerdem erstaunlich, wie viele Leute nicht wissen. Also es gibt ja unglaublich viele Leute, die Final Fantasy 7 gespielt haben. Ich gehöre nicht zu diesen Leuten. Ich hingegen weiß, dass dieses Schwert Buster Sword heißt. Okay, in dem Fall heißt es Clouds Schwert mit AU, aber hm. Meine ja nur, schön wie 2D die Treppe ist, aber ja, wollte ich schon mal angemerkt haben. Nee, das Schwert von Cloud heißt Buster Sword. Möchte ich kurz noch mal festhalten. Das weißt du irgendwie keine Sau. Und ich weiß es irgendwie, ich habe nochmal gegoogelt, das stimmt sogar. Und ich habe Final Fantasy 7 nicht gespielt im Vergleich zu vielen anderen Menschen. Und auch wenn ich dafür mehrmals gerackt werde von anderen Leuten, weil sie mich am liebsten tot sehen wollen, weil ich es noch nicht gespielt habe. Und es ist auf meiner Liste von zu spielenden Spielen. Ja, von zu spielenden Spielen. Hohoho. Warte mal ganz kurz. Es gibt vielleicht ein Achievement dafür, wenn ich ein Skelett mit Pfeil und Bogen, au, erlege. Oh mein Gott. Vielleicht auch nur eins und nicht irgendwie drei. Eins sollte reichen. So, ein Magier ist schon mal weg. Komm, spawn mal bitte so, dass ich dich auch treffen kann. Und treffen heißt nicht in mir spawnen. Also nicht in meine Laufrichtung. Au, das zähle ich jetzt nicht als Laufrichtung, aber okay. Bogen. Ich weiß gar nicht. Können die mich eigentlich angreifen, wenn ich gerade stehe? Ha, Scharfschütze. Hehe, sonst gerade mit einem Pfeil getötet. Wäre theoretisch auch ein Achievement, das ich noch nicht habe. Oh, das ist außerdem sehr viel effektiver als das Schwert.
Vor allem ist der Bogen mal wieder sehr viel stärker als das Schwert. Das ist irgendwie so Klischee, ich weiß auch nicht warum. Würdest du bitte treffen? Ja, gut, effektiver ist relativ, glaube ich, gesehen. Warum auch immer der Pfeil so extrem stark ist. Aber okay, warum auch nicht? Da oben ist auf jeden Fall irgendwas Cooles für mich. Die Truhe unten ignoriere ich jetzt erstmal ganz elegant. Und hier haben wir, ich denke mal, einen Stern und eine Karte. Eins von beidem. Ein Stern. Okay, cool. Das haben wir doch schon. 19, denke ich mal, oder? Ja, 19. Mit 20 bekommen wir nämlich ein neues Achievement eigentlich, was irgendwie nicht funktioniert. Ich weiß auch nicht, warum. Meine Achievements funktionieren da nicht ganz bei dem Spiel. Ich habe keine Ahnung, warum. Die erste Amuletthälfte. Eine von zwei Amuletthälften. Sehr cool. Sehr, sehr nice. Damit sollte sich jetzt auch dieser blöde Stein aktivieren können. Coole Sache. Coole Sache. Wie viel Zeit haben wir noch? Ja, wir haben noch Zeit. Warum ist da eine Wand? Warum kann ich durch die Wand gehen? Das ist interessant. Gegner respawn. No. No. Warum? Why are you doing this? Oh, jetzt sind die ganzen Fledermäuse auch wieder da, oder? Ich hab sie doch so sehr besiegt. Warum? Warum tut ihr mir das an? Das finde ich voll scheiße jetzt. Finde ich voll uncool. Voll nicht in Ordnung. So. Hätte ich jetzt ja beginnen. Den Bogen. Was mache ich denn da? Hirn, bitte. Wenig Schlaf ist trotzdem kein Entschuldigungsgrund. Wobei, eigentlich schon, aber für mich jetzt nicht. Heute ausnahmsweise mal nicht. Ich werde mich heute nicht rausreden. Zumindest will ich es nicht versuchen. Nicht so häufig zumindest. Gut, damit wäre das Pflänzchen hier auch passierbar. Ich brauche den Bogen. Wollte gerade sagen. Triff bitte. Oh Gott, ist das hier ein Labyrinth oder was? Yay, sieht nach Spaß aus. Looks like fun. Das auch. Wieso auch immer ich über... Hallo? Dankeschön. Wieso auch immer ich über diese blöden Pflänzchen drüber laufen kann, aber dein Pfeil nicht. Ich kann auch keinen Pfeil verschießen, während ich in einem Busch stehe. Das ist auch interessant. Würdest du bitte... Das war knapp. Aber okay, ich habe getroffen. Das nehme ich hin. Komm mal hoch. Komm mal klar. So nicht. So, jetzt hat ins Gesicht geballert. Sehr schön. Bringt mir das irgendwas? Das klingt gut. Ich bin mir nicht sicher, was genau mir das jetzt gebracht hat. Aber ich mache jetzt erstmal die Gegner hier platt. So, Bomb. Ich finde den Sound, wenn sie besiegt werden, immer noch am besten. Irgendwie sind die Bäume etwas kaputt. So ein bisschen. Würde ich sagen. Kleines bisschen. Ah, hier oben ist noch ein Baum, den müssen wir wegbekommen. Stimmt ja. Dann möchte ich noch nicht lang. Ich möchte jetzt erstmal nochmal nach oben, denn da oben haben wir jetzt noch irgendwas freigelegt und ich würde ganz gerne die Kiste hinten bekommen. Weil da ist sicher voll der epische Stuff drin, ne? Den ich gerne hätte. Muss ich sagen. Das heißt, ich darf jetzt wieder dreimal im Kreis rennen? Oder so? Weil hier ist doch nur noch eine Pflanze im Weg, ne? Ja, natürlich. Warum probiere ich es überhaupt? Aber ich kann mir Shortcutten. Haha, Moment. Ich kann es mir einfach machen. Ich verstehe zwar noch nicht so ganz, warum das Amulett mir das hier freischaltet, aber es gibt sicherlich einen logisch erklärenden Grund dafür. Oder auch nicht. Das Spiel kann sich auch einfach denken, YOLO's back ist halt nicht so. Aber wer weiß. Bringt mir das was, wenn ich... Das bringt mir nichts, ja. Das ist wahr. Das meinte ich auch eigentlich. Sehr schön. Und jetzt sollte ich von hier aus die Pflanze dort verbrennen können. Burn, bitch, burn. Ja, scheint funktioniert zu haben. Das war zwar ein Schuss ins Blaue, aber ja, scheint funktioniert zu haben. Spiele halt, ne? Kennt man ja. Dieser Grasbüschel da oben reizt mich. Ich würde ihn gerne loswerden, aber ich kann nicht, weil er außerhalb meiner Reichweite liegt. Screw you, Busch. So. Yo. Ja. Diesmal kann ich nicht shortcutten, das ist doof. So, ja, passt. Wieder Gegenwart. Ich muss sagen, ich mag diese Spielelemente. Auch wieder so ein Punkt, der mich ein bisschen in Zelda erinnert, an Skyward Sword. Gibt's ja auch diese. Ich hätte gestern gerne mal ein cooles Interface hier, was nicht so pixelig ist. Hätte man auch noch integrieren können? Ist jetzt ein Kritikpunkt. Aber ganz ehrlich, das Spiel macht zu viel richtig. Da sehe ich über kleine Fehler hinweg oder so Kleinigkeiten. Die sind mir nicht relativ egal dann. Ja, ja. Ich weiß, ich bin so gnädig. Kann ich nicht theoretisch jetzt hier auch Bombe legen und einfach durchrennen? YOLO Swag. Geht klar. Warum auch nicht? Nee, was soll ich jetzt sagen? Irgendwas. Wenn ich es vergieße, den Herr Beweis, nicht wichtig. Oder auch doch. Aber dann war es nicht wichtig. Also dann ist es zu vernachlässigen, auch wenn es wichtig war. So.
Kairis! Cool, eine neue Karte. Wir haben Kairis gefunden. Warum auch immer. Kairis, warum gibt es von dir eine Karte? Erklär mir das bitte. Gibt es auch eine Karte von mir? Ich glaube schon, ne? Also wenn es eine Karte von der zweiten Hauptperson gibt, wird es wahrscheinlich auch eine von der Hauptperson geben. Also vom, ja, vom Protagonisten. Denke ich jetzt mal. Hier hinten ist nichts mehr, wie es aussieht. Gut, dann geht's weiter. Dann bist du nicht da lang. Dann geht's weiter und zwar hier lang. Genau. Was hier unten? Noch irgendwas Cooles? Seht euch um. So viele tote Bäume. Das Böse hat sogar schon den Heiligen Hain befallen. Wir müssen nach Aogai eilen und mit meinem Onkel sprechen. Wir müssen die zweite Hälfte des Amuletts finden, bevor es zu spät ist. Yo, das klingt doch nach einer Idee. Ja genau, jetzt kann ich euch zeigen. Wir sind Level 10. Beide. Jo, genau. Schön, dass es einfach mal nur... Wow, die Weltunterschiede. Vor allem macht... Magie macht so viel Damage und sie hat einfach nur 8 Magie. Und ich habe 28 Angriff und ich mache ungefähr so viel Damage mit dem Schwert wie sie mit dem normalen Angriff. Mit dem Magieangriff. Schon irgendwie unfair. Aber okay. Bob. Plopp. Hör auf mich anzugreifen! Und verrecke, die Wespen sind außerdem immer noch scheiße. So. Perfekt. Cool. Ninja easy. War easy going. Was ist denn hier hinten? Komm ich da irgendwo hin? Nö. Außer, ach genau, das sind die Gegner. Da ist eine Mario-Röhre. Sehr schön. Das ist eine Warp-Pipe. Au. Ich bitte dich. Stop it. Ja, die Dinger sind ein bisschen böse. Das sind die Gegner, die ich letztens erwähnt habe schon. Dass ich davon schon mal einen besiegt habe. Die haben eine ziemlich gute Verteidigung und sehr viel KP. Erinnern so ein bisschen an Scharnierer, nur dass Scharnierer halt speziell defensiv ist und nicht physisch. Aber okay. So, Heimer bitte. Blob. Ja. Aber geht noch relativ schnell. Das letzte Mal kam es mir länger vor. Egal, wir haben es auf jeden Fall geschafft. Punkt aus. Darauf kommt es an. So, wir sind in Aogai. Ich speichere mal ganz kurz. Wir sollten jetzt... Wie viel Geld haben wir? Noch nicht genug, um die seltene Karte zu kaufen. Gut. Wir haben Roa Shoboko. Können wir damit irgendwas anfangen eigentlich? Wir können ihn wahrscheinlich verkaufen. Frag mich, wie viel Geld. Moment, das will ich gerade nachschauen. Ich werde eh erst im nächsten Part dann zu ihrem Onkel gehen, weil der Part jetzt ja auch schon wieder vorbei ist. Aber das möchte ich gerade noch nachschauen. Hätten wir auch nachher machen können, wenn ich eh dahin auf dem Weg bin. Aber nee. Nee. Heute nicht. Hi. Nö. Schön, wie die Textbox im Hintergrund sich aufploppt, aber einfach gleich bleibt. Aber man kann es anscheinend nicht verkaufen. Was kann man denn damit dann? Okay. Irgendwas kann man damit sicherlich machen. Wenn ich nur wüsste, was. Aber okay. Also diese Damazia-Geschichte, oder ich habe den Namen schon wieder, die Aussprache schon wieder vergessen. Ich bin so gut. Ist eine Anspielung auf LOL. Wusste ich nicht. Wurde ich darauf hingewiesen. Danke dafür. Wenn ich irgendwelche Anspielungen verpasse, könnt ihr mich ja darauf hinweisen, weil ich finde das immer cool. Weil dieses Spiel hat so viele Anspielungen, die ich irgendwie zu sicherlich 40% verpasse. Und dann könnt ihr gerne schreiben, ey, das war eine Anspielung auf das und das, wenn ihr das zufälligerweise wisst, weil ich habe auch nicht alle Spiele gespielt. Aber okay. Das wollte ich nur gesagt haben. War eine LOL-Anspielung. Auch der Charakter selber. Ich habe seinen Namen schon wieder vergessen, aber egal. Auf jeden Fall danke fürs darauf hinweisen. Immer wieder gerne. Finde ich cool. Gut. Aber das war's auf jeden Fall für heute. Habe ich, glaube ich, schon gesagt. Wie dem auch sei. Und dann sage ich es eben nochmal. Ich hoffe, es hat euch soweit gefallen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns beim nächsten Mal, wenn wir mit Kairis Onkel Damien reden. Oder Hashtag Sid. Eins von beidem. Ja. Spiel. Du bist so gut. Also, bis zum nächsten Mal. Ciao, Leute.